Ja, mit leeren Händen stehen wir da. Wir haben keine Schaufel mehr. Weil wir haben in der letzten Folge unsere Schaufel zerstört. Wir sammeln jetzt noch kurz alles ein, was wir hier so ungefähr liegen haben. Genau, weil das, ja. Bauen ja nichts umsonst hier ab. Also. Deshalb gucken wir noch mal kurz hier rum, ob alles da ist, was irgendwie. Genau, es ist alles eingesammelt, was irgendwie einsammelbar ist. Und jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt sammeln wir noch die Sachen ein. Und werden anschließend, haben natürlich keinen Platz. Ja, ist eigentlich egal, komm, schmeißen wir ein bisschen was da rein. Dann werden wir jetzt einmal zurückfliegen. Und zwar müssen wir fliegen in, genau, in die Richtung, wollte ich schon sagen, in die Richtung. Das heißt, zack. Brauchen wir gar nicht so weit fliegen, wir sind ja schon fast da. Das ist nämlich das Schöne. Und was auch cool ist, wir können jetzt mal kurz gucken, was hier so abgeht. Ich meine, es wird nicht viel hier drin sein. Das können wir schon mal gerade vergessen, aber wir können wahrscheinlich irgendwie runterfallen, dass wir genau auf der falschen Ebene sind und dass wir nicht drankommen. Das ist so unser Plan. Das ist der Plan, den wir hatten. Eigentlich wollten wir hier lang gehen. Gut. Und das hier. Ja gut, das ist ein bisschen Fisch. Der Fisch kann ruhig hier bleiben. Ah, da sind nochmal zwei Prismarien-Dinger. Ja, die nehmen wir doch mit. Nehmen wir mit. Können wir das nächste Mal, können wir dann tatsächlich alles andere mitnehmen. So. Zack. Und dann können wir hier rüber gehen und einmal. Aua. Und schön verletzen und direkt into the Nether. Zack. Wie. So, und dann fliegen wir mal darüber. Wir müssten ja jetzt eigentlich theoretisch gesehen. Oh, doch nicht. Hat nicht so gut funktioniert. Ui, so, jetzt müssen wir aber theoretisch gesehen gleich direkt ankommen. Aber nur theoretisch gesehen. Ja, das kriegen wir hin. Wunderbar. Zack, und ja, da sind wir schon da. Sind wir schon wieder zu Hause. Heute werden wir nämlich ein bisschen was, ja, das, was wir zerstört haben, sage ich mal, wieder ganz machen. Genau. Und dann geht's nach Hause. Ui. Tschu. Wunder, wunder, wunderschön. So, wir werden jetzt erstmal kurz hier hingehen. Und werden die Kakteen zum Beispiel da reinschmeißen, das da reinschmeißen. Und, also, wir müssen den vielleicht anmachen. Genau, da war was. Da war was. Und dann können wir nämlich hier den hier nehmen, können hier Sticks nehmen und können zack, zack, zack. Und dann haben wir noch 7 Kakteen. Ja, roten Sand ist halt die Frage. Der wird halt na, noch nicht einsortiert, glaube ich. Das ist aber egal. So, zack, und dann Schweigerbox wieder da rein und roten Sand, genau, wir müssen das irgendwann noch mal. Da ist roter Sand drin und da ist roter Sand drin. Perfekt. So, wir wollen, was wollen wir eigentlich machen heute? Wir wollen heute gucken, was wir für unsere Schaufeln, dass wir die wieder uns ganz machen können. Was wir da brauchen. Zick. Und wir brauchen natürlich verzauberte Bücher, wir brauchen natürlich Emeralds, also beziehungsweise wir brauchen. Erstmal wollen wir gucken, ob wir irgendwas noch haben, was wir. Also klar, wir hätten jetzt Unbreaking 3, aber behandeln wir uns daher neu. Das ist nicht so das Schlimme jetzt. Ich denke mal, das ist auch okay so. Das denke ich mal auch okay so. So, wir brauchen Bücher. Wir haben noch 22 Bücher da. Haben wir auch noch Bücher? Nee. Bücher, Bücher, gut, wir hätten ja Bücherregal, aber 22 Bücher sollten an sich, glaube ich, reichen.
Wir brauchen halt nur sehr viele Emeraldos. Ne? Und das bedeutet für uns, Emeralds sind irgendwo hier. Da. Wir haben nur noch 13 und. Oh, es geht bald den Emeralds aus. Das ist ja. Es ist ja ein. Ah, es geht ja nicht. Ach, komm. So, wir müssen dann zu denen. Ne, zu denen. Löhnen, die wir nicht beschriftet haben, wo keiner weiß, was wo ist. Also, wir brauchen für die Schaufeln Protection Lure, Curse of Binding. Dich nicht. Mending. Wir brauchen Mending. Und zwar 1, 2, 3. Warte mal, wir wollen auch gerne 4. Wir wollen nämlich 4 Schaufeln machen. Effizienz 5. Ja, Effizienz 5 brauchen wir, aber die Frage ist, haben wir Effizienz 5 noch irgendwo günstiger? Schärfe. Looting brauchen wir nicht. Mending hätten wir für 28. Ja, das ist auch teurer, ne? Schärfe. Ach, das hatten wir schon. Sweeping Edge. Nee. Hier ist Mending für 12. Ah, da war der. Hätten wir erstmal gucken müssen. Naja. Impaling hat er noch. Brauchen wir alles nicht. Erstmal zumindest. Effizienz 5 für 38. Ich glaube, das ist tatsächlich der günstigste. Hier Silk Touch für 11. Ich glaube, der, also den brauchen wir auch zweimal. Eins und zwei. Unbreaking für 30. Ich glaube, das war dann tatsächlich das. Eins der besten, was wir machen können. Ne? Unbreaking für 30. Ja, ich denke schon. Ich glaube schon, Unbreaking für 30 war jetzt gerade das. Das Beste für uns. Hier ist halt die Frage. Ja, was kommt danach? Also, das weiß man nur noch nicht so ganz. Also, der hatte nur Curse of Binding, genau, der hatte nix. Effizienz 5 und Unbreaking brauchen wir. Also, hier ist Effizienz 5, 45, das ist zu teuer. Effizienz 5 hatten wir irgendwo hier. Da. Für 38. Wir brauchen das Ganze auch viermal. Also sprich, wir könnten. Ah, ne, können wir nicht. Doch, wir können trotzdem viermal. Effizienz 5. Effizienz 5 und Effizienz 5. Und jetzt brauchen wir nur noch Haltbarkeit. 3. Unbreaking 3 für 30, ja gut, das müssen wir halt machen. 1, 2, 3 und 4. So, alternativ, also was heißt alternativ? Brauchen wir noch irgendwas? Wir haben theoretisch gesehen jetzt alles da. Wir könnten theoretisch gesehen schon mal die ganzen Level zumachen, genau. Also das erstmal zumachen, dann können wir jetzt schon mal. Das Ganze, was wir hier haben, guck, wir brauchen Unbreaking, wir brauchen Mending. So, das heißt, wir machen das so. Mending und Unbreaking brauchen wir 3. Kostet das andersrum weniger? 2. Unbreaking und Mending. Also Mending und Unbreaking. Kostet 3, also drehen wir wieder um. Zack, zack, 2. Silk Touch, Unbreaking und Mending. 2. Und dann Effizienz und Silk Touch machen wir zweimal. Effizienz und Silk Touch kostet 4. Stopp, Silk Touch nach vorne. Kostet 5. Okay, also so rum. Effizienz und Silk Touch, genau. Dann haben wir noch Effizienz für die Bücher. Das heißt, wir hätten Effizienz, Unbreaking und
Mending und zweimal Sigtouch. Brauchen wir eigentlich Glück auf der Schaufel? Eigentlich nicht, weil was sollen wir mit Glück auf der Schaufel? Ein Blödsinn. Eigentlich brauchen wir das nicht. Also können wir dann tatsächlich zack, zack. 7. 11. Nö, 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 dann schon so rum. 7. 7. 6. Könnte auch fast günstiger werden, ne? 6. Das ist egal. Und jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch, da sind wir schon mit den Leveln durch. Haha, sehr cool. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen mehr. Wir brauchen. Der leere Schalkerboxen nicht. Wir brauchen. Schaufeln. Schaufeln aus Diamant und aus Netherite. Ist nichts mehr da, ne? Und das ist auch vollkommen okay. Das heißt, wir holen uns mal 4 Diamanten. Und zwar ein bisschen weiter, genau. Und zwar hier rechts. Da haben wir irgendwo Diamanten. Dann, ne, nicht da, sondern hier. Wir haben wir viele Diamanten. 1, 2, 3, 4. Zack. Vier Diamanten brauchen wir und da brauchen wir noch 8 Sticks. Ja, die habe ich jetzt eben natürlich weggetan, weil ich gedacht habe, nö, brauchen wir nicht, auf keinen Fall. Das ist doch Blödsinn, dass wir die aufheben. So. 2, 2. 2, 2. Super wunderschön. Dann machen wir das einmal so. Wir machen kurz die Schaufel 4 Stück. Und nehmen dann noch Netherite. Machen wir das denn? 4 Stück. Und ne, warte mal, wir wollen die erstmal. Oh, da war ein anderer Sound. So, und da können wir jetzt eigentlich mal gucken, wenn wir jetzt zack, zack machen, da können wir 13. Oh, wir brauchen doch noch mehr Level. Dann müssen wir 17. 17. Und 13. Okay, wir müssen da tatsächlich ja. In den Nether gehen. Beziehungsweise, ja doch, nicht in Nether, ins End. Also müssen wir. Oh, was wollt ihr? Dann gehen wir in der nächsten Folge ins End. Ich würde sagen, bis dato haben wir doch schon mal was geschafft und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir war, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.